Hallo Leute, es geht weiter mit Silent Hill 3. Ja, ich war zuletzt gestorben, bin hier die ganze Zeit durch die U-Bahn gerannt und weil ich dann nochmal versucht habe, die Gleise zu finden, wo ich diesen ganzen Gesundheitspatronenkram finde und so, habe ich dann zufällig auch noch andere Türen und andere Gänge entdeckt. Hier sind wir zum Beispiel bei irgendwelchen Telefonen. Ja, und das klingelt, aber ja, ich weiß auch nicht warum. Wir können hier durchgehen. Ich habe auch noch einen Speicherpunkt hier entdeckt. Aber wenn man diese Ecken und Winkel hier nicht kennt, ne? Hier ist der Speicherpunkt, den werde ich jetzt auch nochmal benutzen. Ich habe nämlich zumindest das eine Gleis gefunden, wo Verbandskasten und Patronen bei waren, aber es ist, finde ich, doch schon ganz schön kompliziert hier. Sehr verwirrend und ich glaube auch, dass es falsch war, aufs Gleis zu gehen. Ich habe gemerkt, dass man das überall eigentlich kann, aber es bringt uns ja nicht wirklich was, weil. Ja, weil wir. Wir suchen halt die Bergen Street und da das da hinten zu war, glaube ich, müssen wir eh woanders hin und außen rumlaufen oder irgendwie so. Ja, jetzt bin ich hier wieder. Nee, hier will ich nicht hin. Nee, hier bin ich falsch. Aber es gibt auch noch andere Gänge. Ich wollte halt jetzt nicht direkt da hinlaufen und dass der Part da beginnt, so weil, damit man noch so ein bisschen nachverfolgen kann, wie ich gelaufen bin. So, jetzt laufe ich mal. Nee, hier nicht lang. Aber ich. Hier bin ich auch falsch, oder? Dann bin ich einfach nur auf der anderen Seite, oder? Ich muss nämlich so gerade Flure eigentlich durchgehen. Und dann gibt es auch so einen richtigen Alternativbahnsteig. Das sieht aber ganz gut eigentlich aus hier. Dann gehen wir mal hier lang. Ja, Hunde sind schon mal gut. Hier sind wir jetzt da, wo wir gestorben sind. Ich mach die Viecher mal trotzdem platt. Komm mal her, Hund. Ich nehme mal mein Rohr. Was soll diese Verschwendung? Ich glaube, das geht damit bestimmt genauso gut. Komm mal her, du Köter. Aber der läuft immer weg. Na, das ist natürlich blöd. Aber wenn man ihn erstmal hat, ne? Wenn man ihn erstmal hat. So. Dreimal sollte ja wohl reichen. Da unten läuft halt immer noch einer rum. Egal. Kommt der hoch? Nö. Damit das auf meiner Karte verzeichnet ist, so. Denn ich kann mir vorstellen, dass wir hier auch einen Schlüssel noch finden, wegen abgeschlossen. Und ich brauche das auf meiner Karte. Die habe ich auch voll ewig lang gesucht, dass ich die blöde Karte wieder finde. So. Hier ist auch zu. Ich werde hier aber nicht jetzt auf dem Bahnsteig runtergehen. Ich gehe jetzt einfach hier wieder hoch. Glaube, ihr geht es auch schon wieder schlecht. Es vibriert die ganze Zeit. Ja, ich nehme mal was. Oh, meine Vorräte gehen zur Neige. Eigentlich müsste ich diesen anderen Bahnsteig auch nochmal suchen. Wenn ich jetzt hier auf die Seite runtergehe, wo bin ich dann? Bin ich Bergen Street, aber. Achso, hier, warte mal. Ah, genau, das ist der Gesundheitsdrink, den ich anfangs gefunden habe. Ja, dann ist ja gut, dann habe ich den ja jetzt. Wir brauchen die nämlich. Ich bin jetzt nur quasi auf der falschen Seite oder so. Außerdem suchen wir auch Gleis 3. Ba, 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 ba. Genau, andere Seite. Gut, so. Es gibt einen alternativen Bahnsteig. Den werden wir jetzt mal suchen. Da habe ich auch schon einen Hund getötet. Das heißt, den habe ich schon erledigt. Aber ich wollte da halt nicht hin, weil ich nochmal zurück wollte. Um zu wirklich nochmal zu gucken und ja, mir irgendwie mal einen Plan von dieser Welt zu machen, weil ich orientiere mich halt langsam jetzt gar nicht mehr hier an den. War das hier? Nee. An den Namen eigentlich, sondern eher so nach Gefühl. Dann.
Nee, hier komme ich durch. Aber nee, ich will hier durch. Ich meine, ich muss hier durch. Zu diesen Telefonen. Dann hat man da gespeichert. Dann laufe ich hier nochmal weiter. Und gehe hier lang. Und hoffe, dass ich den Weg finde. Aha. Die Tür ist mit einer Kette verschlossen und die Kette ist mit einer Schraube und Mutter gesichert. Die Mutter ist fest angezogen, ich kann sie mit bloßen Händen nicht drehen. Haben wir irgendwas irgendwie bei uns? Gegenstände? Ist ja auch mein Hausschlüssel, warum sollte das gehen? Nee, wir haben nichts. Vielleicht mit unserem Rohr? Nee, du sollst es doch hier gar nicht. Hier? Ja, schade nicht. Nee, da werden wir wohl noch was finden müssen, was uns weiterhilft. Aber hier waren wir definitiv dann noch nicht. Das würden wir ja sehen. So, hier geht's auch lang. Kaputt. Und hier geht's runter. Dann gehen wir hier mal runter. Jawohl. Da ist der Hund, den ich getötet habe. Und hier ist der alternative Bahnsteig. Gar nicht gruselig. Wow! Ja, toll! Hör drauf! Nochmal! Scheiße! Komm her! Komm her! Na ja, dann nicht! Wo soll ich ihn lang? Okay, alternativ, sag ich doch. Hilfe! Der Weg vom Müllblock, ich komme nicht durch, bla bla bla. Mach ihn tot! Mach ihn tot! Nochmal! Nein, nein, oh, das ist gemein! Tritt drauf! Nochmal! Oh, nein! Oh, du kriegst jetzt die volle Packung, du Scheißvieh. Du wirst mich hier noch töten, du blöden Ding. Mann! Hab ich gar keinen Bock drauf. Gibt's doch wohl nicht. Komm her! Geht doch. Scheiße nochmal. Die haben viel zu viel Gesundheit abgezogen. Ich komme hier gar nicht klar. So nochmal. Der Weg wird von Müll blockiert. Hier komme ich nicht durch. Hier war doch aber noch was. Sie hat doch da voll hingeguckt, oder nicht? Voll die Scheiße hier. Liegt da was? Nee, ich sehe kaum was. Ich glaube, ich muss jetzt echt mal selber für mich auch die Helligkeit hochstellen. Hier, ich gehe mal in die Optionen, bitte. Optionen. Und dann mache ich mal ein bisschen heller. Ich denke, das liegt auch in eurem Interesse. So. Ja, ich möchte das ändern. So. Mal gucken, ob es jetzt ein bisschen besser ist. Jups. Und wieder raus. So. Ich wundere mich, dass wir hier nichts finden. Ich finde die Monster sehr stark. Ich finde es überhaupt nicht einfach. Man muss sehr viel flüchten. Das musste man vorher nicht so. Okay, hier komme ich her, ne? Ich müsste durch die Treppe irgendwie kommen. Oder nicht? Bin verwirrt. Dann laufe ich mal hier weiter. Die Ecken. Hä, wo komme ich denn her und wo soll ich hin? Nanu? Nanu? Aha, da ist zu und da ist auch zu. Und da ist der Müll oder was? Super. Das heißt, ich muss auf die andere Seite. Ja? Sehe ich das richtig? Dann muss ich ja hier wieder zurück. Also bin ich hier doch falsch und ich dachte, ich wäre hier richtig. Ach, ist das blöd. Und wenn ich die andere Seite... Ach, eine andere Seite gibt's nicht. Kaputt.
Da ist auch zu. Ja, toll. Was mache ich dann? Bourbon Street, Bourbon Street. Puste dich mal aus. Ich glaube, hier waren wir auch schon oft. Ja, hier sind ja wieder die Telefonzellen. Was mache ich denn dann? Ich kann doch nicht auf den Schienen jetzt laufen. Das ist ja doof. Dann gehe ich. Gehe ich hier nochmal nach oben? Bin ich hier richtig? Jetzt bin ich doch wieder verwirrt und ich dachte, ich hätte endlich den Weg gefunden. Ich meine, mein Gott, wir waren da ja auch noch nicht, aber viel komplizierter schon wieder, als ich dachte. So. Bisschen Muni finden wir auch schön. Ich speichere mal wieder. Ich habe schon wieder so viel geschafft und ich finde diesen blöden Speicherpunkt auch nie. Also, wenn ich ihn finde, dann speichere ich mal wieder. Ach, wie doof. Wo muss ich denn hin? Ich muss irgendwie auf die andere Seite von dieser komischen Seite, wo wir jetzt gerade unten waren. Aber das ist für mich auch so verwirrend. Das kapiere ich irgendwie nicht. Jetzt sind wir hier wieder. Kuddelmuddel, ey, ganz ehrlich. Gibt's hier echt keinen Weg raus? Das ist voll scheiße. Dieser blöde Müll. Jetzt könnten wir da durch. Hör auf, mir Angst zu machen. Spiel. Hör auf, mir Angst zu machen. Ja, es bleibt uns nichts anderes übrig. Wir werden irgendwie oben lang müssen. Irgendwie muss es da noch lang gehen. Auch wenn ich es nicht kapiere. Ach, wir können hier runter? Echt? Oder komme ich von... Ich bin verwirrt. Nee. Nee, hier waren wir noch nicht. Hä? Hier geht's runter? Das habe ich ja gar nicht gecheckt. Huch. Der Weg wird von Müll blockiert. Hier komme ich nicht durch. Ja, dann nimm mal die ganzen Sachen schön mit. Die brauchen wir auch alle. Ja, nicht nur Müll anscheinend, weil unter der Zeitung scheint ja wohl auch eine Leiche zu liegen. Schläft hier jemand? Das rote Zeug hier ist alles Blut. Der Typ schläft nicht. Warum bin ich nicht im geringsten überrascht? Ich glaube, dieser Albtraum hat meine Sinne etwas abgestumpft. Schrecklich. War voll schlimm. Und das da? Da liegt doch was, oder nicht? Die Taschenlampe interessiert dich auch nicht? Oder was das da ist? Ich habe immer das Gefühl, da liegen noch voll die Sachen. So wie hier, da oben drauf. Dieses, was da so blinkert. Ich will das jetzt haben, was da oben drauf liegt. Warum nimmt sie das denn nicht? Ja, okay, es nutzt nichts. Ich gehe ich wieder nach oben. Aber dann wird es bei den anderen Bahnsteigen ja auch so eine Ecken noch geben. Oder wie? Hier geht's nicht lang. Hier geht's noch mal runter. Huch. Das wurde mir gar nicht angezeigt irgendwie. Kannst du da noch was lesen? Ist da irgendwas Wichtiges? Hier ist die andere Seite. Okay. Der Weg wird vom Müll. Ja, komm, nimm das jetzt. Ein Nussknacker. Okay. Können wir das nochmal aus der Sicht sehen, bitte? Genau. Weil hier ist wirklich nur Müll.
Alles klar. Gut, dann haben wir das, was wir wollten, um das Schloss nämlich mal anzuknacken. Nein. 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 Ja, nein. Scheiße. Wo muss ich lang? Ich muss nach oben wieder. Hört auf. Oh, ich brauche die Karte. Ich brauche die Karte, sonst komme ich nicht klar. Ach, direkt hinter mir wieder. Ja, hinter mir. Das ist jetzt. Ich bin verwirrt. Ich komme mit diesem Gleiskram überhaupt nicht klar. Jetzt war ich wieder ganz woanders irgendwie, ne? Und ich bin da irgendwie per Zufall wieder hingekommen. Dreh dich mal um und. Warte! Nein! Da lag noch was auf der Bank, glaube ich. Nein, doch nicht. Huhu! Ja, hey. Komm mit, lauf mit! Ja, mein Kleiner! Ja, komm, Herrchen läuft vor. So. Wo war denn jetzt die Stelle mit diesem Schloss? Kaputt. Ich glaube, das war da hinten. Aber ich kann auch wieder völlig falsch sein. Nee, es ist sogar richtig. Ich habe mich nicht getäuscht. Kriege ich jetzt mit diesem Ding das auf? Mit dem Nussknacker? Ja, kriege ich sogar hin. Ich habe einen Nussknacker verwendet. So. Jawohl. Tada. Wir können durch. Oh mein Gott. Jetzt bin ich auf der anderen Seite. Hey, wir haben es sogar geschafft. Ich glaub's nicht. Die Geräusche. Ich bin in der Bahn. Ich habe Schrotpatronen. Schrotpatronen. Fest zu. Oh. Ich habe Angst. Ein altes Geschenk verpackter, ein als Geschenk verpackter Karton, Geburtstagsgeschenk? Nein, glaube ich nicht. Niemand, den ich kenne, gebe mir sowas Abstoßendes. Aber ich nehme es trotzdem. Das könnte nützlich sein gegen die Monster. Ich habe eine Schrotflinte. Jemand hat es wohl aus Versehen hier gelassen, aber wer täte das? Ich weiß nur eines. Ich rüste mich direkt mit dem Ding aus, weil dieses Monstergeräusch macht mir echt Angst. Waffen. Ausrüsten. Neu laden. Hallo. Hallo. Bis zu. Ich meine, wenn die Hunde kommen, kann ich ja immer noch wechseln. Okay, wir sind ja auch immer noch nicht irgendwie da, wo wir eigentlich sein wollten, ne? Hier können wir nicht rüber. Das ist alles sehr ungewiss. Ungewiss. Hallo, Fettklops. Oh. Schnell hin. Ist er tot? Oh, wie steckt er denn ein? Oh. Nein, lauf zurück. Wie viel steckt der denn ein? Ist er jetzt wirklich tot? Fetti. Schwabbelbackenmonster. Na super. Kaputt. Wir brauchen immer noch den blöden Schlüssel. Den finden wir bestimmt hier unten. Hier waren wir nämlich noch nicht. Hier waren wir nämlich noch nicht. Und ihr geht's schon wieder nicht so gut, ne? Oh, sie ist schon so im gelben Bereich. Nimm mal einen davon. Nimmst du mal deine Pistole? Auch wenn ich glaube, dass die Dicken jetzt häufiger kommen. Huch. Oh. Leitern und Schubkarren blockieren den Weg, da komme ich nicht durch. Na super. Was haben wir hier? Da ist nur eine Falltür, die führt nirgends hin. Der Schlüssel, Leute, der Schlüssel. Okay.
Okay, die Treppe muss ich noch ausprobieren. Kaputt. Bergen Street. Gleis 3. Hey. Wir haben unser Gleis gefunden. Ich glaub's nicht. Also es müsste es eigentlich sein. Hallo? Es ist doch wieder... Ach ja, hier kamen wir ja nicht weiter, ne? Ja, hier waren wir ja eh... Aber wir sind genau richtig hier. Ich frag mich nur immer, was das soll. Offen. Ah. So. Aber es bringt uns irgendwie trotzdem nichts, dass wir hier sind, ne? Oder? Doch, Gleis 3. Huhu. Ich verstehe das nicht. Wir sind genau richtig hier. Wir sind Gleis 3. Aber wenn ich jetzt hier auf die Gleise gehe, dann, ja, dann sterbe ich irgendwie. Es muss doch irgendwie einen Zug geben, der hier kommt. Oder so. Sie will doch nach Hause. Heather will doch nach Hause. Hm. Tja. Irgendwie merkwürdig. Ich weiß auch nicht. Plattform 3. Aber hier steht Hazel Street. Dann ist es ja doch nicht richtig, oder? Hm. Mein Gott, ist das hier umfangreich. Tja, also dann weiß ich auch nicht. Wenn wir hier richtig wären, dann... Nee, wir sind Hazel Street. Steht ja auch immer dran. Oh Mann, oh, und ich dachte, ich habe den Weg gefunden. Dann gehen wir nochmal hier, Ich wollte die Treppe hier ausprobieren noch. Da waren wir noch nicht. Bei diesem komischen... Vielleicht finden wir da den Schlüssel für die eine Tür, die verschlossen ist. Hallo? Nein! Geh wieder hoch, geh wieder hoch. Hoch, hoch, hoch. Hund, komm her. Komm her. Guck mal, der hat Angst vor uns. Oh, der arme Hund. Nee. Oh. Ja, bist du tot? So. Kaputt. Toll. Hat sich ja wieder voll gelohnt hier. Ha, da kommt ja noch einer. Warte mal. Kannst du da nicht mal deinen Knüppel nehmen? Oder dein Messer? Ist doch noch besser. Weißt du was, Hund? Ist mir doch egal. Ja, jetzt kommen auch noch zwei. Ist klar. Wieso denn auf einmal zwei? Das verstehe ich gar nicht. Auf einmal sind hier zwei Hunde. Also hier war irgendwie gar nichts. Es hat sich gar nicht gelohnt. Außer, dass ich Schaden genommen habe und mich jetzt blöd fühle. Super. Toll. Bergen Street. Tolle Bergen Street. Ist die Hazel Street. Stimmt gar nicht. Zu. Ich rall das nicht mit unserem Gleis. Irgendwas verstehe ich da noch nicht richtig. Das, ja... Dass wir da unten sind, aber irgendwie auch nicht sind. Und dass wir dann in der Hazel Street sind. Oder es heißt einfach immer Hazel Street. Weil Station. Oder müsste da nicht eigentlich was anderes stehen? Hazel Street. Hazel Street. So heißt halt wahrscheinlich einfach auch die U-Bahn-Station. Oder so. Hm. Waren wir denn noch irgendwo nicht? Da war zu. Da war auch zu. Und versperrt. Hm. Hm. Ja. Ja, was mache ich hier? Und immer wieder sind neue Hunde da, ne? Kann das sein? Ich glaube, der läuft aber unten rum. Deswegen ist es egal. Ich könnte natürlich jetzt hier durch und dann da wieder hoch. Ich weiß nicht, ob das, Sinn macht.
Wenn wir jetzt hier auf die Gleise gehen, das ist ja auch gefährlich. Das ist ja auch scheiße. Auf jeden Fall sind wir hier Burn Street. Das steht ja hier oben dran. Also es müsste eigentlich richtig sein. Trotzdem irritiert es nicht. Hier ist auf jeden Fall. Oh Mann. Erschreckt mich nicht so. Eigentlich müsste es hier was geben, aber. Wisst doch nicht, wohin. Ja, ich mache mich mal schlau. Wir sehen uns im nächsten Part von Silent Hill 3. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis dann.